So, Leute, willkommen zurück zu Poco und Ranger 2, Finsternis über Albia. Oh yeah, im letzten Part ging ja ordentlich die Post ab. Albert wurde entführt, beziehungsweise nicht nur er, sondern auch seine Schwester wurde als Geisel genommen. Und deswegen ist er ja überhaupt erst mitgekommen. Kann ich hier rausspringen? Schade, das wäre eine so schöne Abkürzung gewesen. Naja, und wir haben wieder mal ein paar des Sinis-Trio vermöbelt. Zwei, um genau zu sein, Lavanna wollte nicht kämpfen, weil sie irgendwie zu hart gedisst wurde. Und ja, jetzt wollen wir uns auf den Weg zum Altruturm machen, denn wir haben einen neuen Plan. Wir beschaffen uns die Gelbgemme zurück und natürlich auch wollen wir die Geiseln retten. So, Altru-Gebäude, ich muss gerade nur zweimal klicken. Ich bin ja vollkommen überrascht von diesem Touchscreen auf einmal. Was ist passiert? Was ist hier nur los? Ich habe keine Ahnung, ich fliege auf einem Staraptor durch die Gegend und freue mich einfach. Danke, Staraptor, bis bald. Kommt bestimmt eine Cutscene, oder? Oh. Okay, langsam sieht es etwas mehr nach Finsternis über Albia aus. Sie scheinen schon angefangen zu haben. Hey, hier in den Ganzkörper-Trikots, hä? Da öffnet die Türen. Ist das irgendein kranker Witz, Mann? Ist die Firma kann uns doch nicht einfach ohne Vorwarnung rauswerfen. Oh. Behandelt uns nicht, als ob wir ersetzbar wären. Wir verlangen eine Erklärung, warum wir entlassen werden. Ich dachte, ihr seid Beamte, die kann man normalerweise nicht einfach so rausschmeißen. Ohne mir nichts, dir nichts. Hallo. Was willst du, Mann? Kein Zutritt für dich, es sei denn, du hast eine Berechtigung. Ranger mit einer Zugangsberechtigung? Oh, soll ich mal lachen? Na, dann lach mal und schick uns... Das war ein... Empoleon? Nee, ein Jamega. Wir kommen Empoleon, fast. Nein, das klingt doch etwas anders. Stimmt, ich wusste, es war irgendein Ruf von einem Pokémon, welches ich mag. Was nicht selten ist, aber trotzdem. Das ist sogar ein ganz normales Pokémon. Also nichts mit... Boss-Energie, schade. Die Erfahrungspunkte würde ich glatt mitnehmen. Kannst du das da oben bitte wegmachen? Mist. Mist! Ah, nochmal aufladen. So. Machen wir das noch einmal. Auch wenn jetzt gerade die Energie wieder leert. Aber, ich wollte sagen, es lohnt sich trotzdem. Ist ja mega im Stress gerade irgendwie mehr als die letzten beiden Bosse. Also Knackrack und Elevoltec. So, ich will die Zusatzerfahrungspunkte haben. So, und die bekomme ich auch. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie viel das waren, aber das sehen wir gleich. Es spuckt klebrige Seide. Es greift an, indem es Schockwellen erzeugt. Ja, das habe ich gesehen. Wie viel waren das? Über 100 auf jeden Fall. Schon ein Stückchen. Ne, Kleinvieh macht auch Mist, dass 100 mittlerweile einfach schon Kleinvieh ist. Aber, tja, ist leider echt so. Tschüss, Jamega, was schön, dich kennenzulernen. Bar, ihr lästigen Ranger, verdammt. Wieso Bar? Ich bin doch nett. Vielen Dank, Ranger, dieses Team Nachtbirne oder wie auch immer. Das heißt, es ist auch ein Gebäude. Ja, ich weiß. Ich will euch nicht sagen, aber... euer Chef macht mit denen gemeinsame Sache. Mission, führe Operation Lumino aus. Ach ja, wunderbar. Ganz unauffällig da der ganze Boden etc. Ja, das wird uns aufhalten. Das Traurige ist, ja, das wird uns tatsächlich aufhalten. Da, das sollte reichen. Das sollte Gesetz, was? Gesetz, gesetzestreue Angestellte und nervende Ranger draußen halten. Dankeschön. Muah! Tja. Und nu? Wie? Was machen denn die Ranger hier? Bloß weg hier. Diese Barrikade versperren den Weg. Das war mal wieder ein klassisches Eigentor, ja, wie immer. Eure ganze Karriere besteht aus Eigentoren. Und was jetzt? Was sollen wir tun? Wie konntet ihr überhaupt damit punkten? Wisst ihr was? Ich ignoriere euch einfach. Ihr seid mir zu doof, wie alle von Team Nachtschatten irgendwie. Na gut. Können wir einfach da rein? Ihr wussten doch, dass ihr kommen würdet, Ranger. Ja, dafür habt ihr aber irgendwie ganz schön schlechte Vorkehrungen getroffen. Der Klassiker. Ich wusste, dass ihr kommen werdet. Würdet ihr mir bitte erklären, wie Ranger so weit ins Gebäude eindringen konnten? Naja, ihr kommt mit eurem Plan nicht durch. Komm, jetzt holt alle eure Komini raus, damit wir eure gesamte Bilizer-Armee einfangen können. Das hatte schon Stil im letzten Part. Ach je, wie aufdringlich und primitiv. Jagt sie davon, Schergen. Eure epischen Abenteuer... Oh, episches... euer episches Abenteuer hat hier ein sein Ende erreicht, Ranger. Oh, direkt zwei. Oh, Smogmog schon wieder. Und, oh, Skugtag. Ist es irgendwie ein Zeichen, dass gerade die beiden bekämpft werden müssen? Ich meine, die haben wir doch selber dabei. Bodo, du könntest mir mal helfen. Wieso muss ich beide fangen? Ich hätte dir gerne das Skugtank überlassen, weil es diese dummen Wolken hinterlässt. Oh Gott, ich habe das Gefühl, das könnte nervig werden.
Ja. Skumtak, sehr gut. Und Smogmog direkt hinterher. Brr, hab ich jetzt für beide eigentlich einen Punkt bekommen? Ich glaube schon, oder? Gruppenfang, yay, immerhin das. Und tschüss, ihr zwei. Tadam. Tja, da gucken sie dumm aus der Wäsche. Na, ihr werdet Präsident Strahlemann nicht aufhalten. Ich werde es nicht zulassen. Oh nein, jetzt hat sie es quasi noch verraten. Haben wir das schon mal vorher gesagt bekommen? In-game? Oder hat sie sich jetzt echt verplappert? Ich glaube, sie hat sich verplappert, oder? Falls ja, dann habe ich die Information schon wieder vergessen. Aber ist ja nicht so, als wäre das eine große Überraschung für uns gewesen. Oh Gott, das ist schnell. Landers müsste ich aber eigentlich ganz schnell fangen können, oder? Ja, geht. Ist okay. Wow, bleib mal locker. Okay, die sind etwas nerviger, die drei. Ach Gott, ich brauche Poképower hier. Ich nehme mal Skunktag einfach. Berühre oder halt im Gift nach der Form. Ziel ist ermüdig. Warte, warte, jetzt habe ich... wie geht da was? Einfach halten? Ah, okay. Nur nochmal, was so schön war. Guck mal, überall. Nom, 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 nom. Lecker. Okay, aber immerhin ist es ermüdigt. Na gut, ich werde erstmal wieder die Hau-drauf-Variante machen, im Sinne von erstmal die Planers fangen. Damit ich mich in Ruhe um Tengulis kümmern kann. Natürlich erwischt er mich genau da oben. So ein Fiesling. Wie einfach ein Tornado da hinsetzt und der geht auch nicht mehr. Tengulus hat so unglaublich viel mit Wind zu tun. Ist eigentlich faszinierend, dass es kein Wind, nicht in irgendeiner Ecke ein Flug-Pokémon ist oder so. Aber gut. Unlicht und Pflanze passt ja auch, ne? Es erzeugt Winde mit seinen Armen und schickt Tornados aus, um anzugreifen. Gruppenstärke und Pokémon-Fang. Gruppenfang und Pokémon-Stärke, das wollte ich eigentlich gesagt haben. Aber irgendwie kam es anders heraus aus mir. Batsch. Und kaputt. Was machst du jetzt? Hm? Oh ja, ihr seid gut, ihr beiden. Aber euren Fang zu besiegen wird euch nicht an uns vorbeibringen. Schergen, ergreift sie. Ihr habt keinerlei Ehrgefühl, Mann. Ziel. Was? Beseitigen. Oder beseitigt. Mark, what this? Ah, ach, stimmt ja, ich erinnere mich. Grüß, Bodo, seid ihr in Ordnung? Ach Gott, die drei. Hey, Friedrich, du kannst gar nicht direkt wieder gehen. Aber die anderen beiden, cool, dass ihr da seid. Ihr Turks Ranger haben Befehle erhalten, eure Operation Lumino zu unterstützen. Überlasst uns solche nervigen kleinen Störenfriede wie die hier. Ihr zwei müsst weiter nach oben gehen. Mach ich gerne. Tja, damit habt ihr nicht gerechnet. Was? Ja, sieht schon cool aus, so alle nebeneinander. Tja, da habt ihr jetzt Stress, was? Wunderbar. Wie geht's dir eigentlich so? Ich hab deinen Namen vergessen. Aber ich glaube, du warst ganz gut. Luana, genau. Beschäftigen wir uns mit dem Ärger hier unten. Alles klar. Und Friedrich, dich quatsch ich gar nicht an. So. Schauen wir nochmal. Altruggebäude in den Fahrstuhl. Ne? What? Ja, so wird der Knopf den nicht aktivieren. Jetzt sind wir ganz allein in diesem Fahrstuhl, Chris. Ja, ich weiß, Bodo. Mir kommt ein komisches Gefühl, dieser Fahrstuhl. Er hat überhaupt keine Knöpfe bezahlt. Wie bedient man das Ding? Ich würde sagen, du schreist einfach. Willkommen, bitte geben Sie Ihr Passwort ein. Nach Eingabe Ihres Passworts werden Sie zu Ihrer Arbeitsebene befördert. Passwort, wie? Oh, hey, da fällt mir etwas ein. Albert hat Zugang zu diesem Gebäude, also müsst ihr ein Passwort haben. Versuchen wir es mal mit den Worten, die für Albert wichtig sein könnten. Oh Gott. Ich werde mich in Alberts Gedankenwelt versetzen. Wie wäre es mit Brille? Nein. vielleicht ist es das. Das hätte Stil. Ach komm. Ist es falsch, aber es wird trotzdem witzig. Passwort inkorrekt. Oha. Ja, ich glaube, wir haben noch keinen Elektroball, also ist es nicht schlecht. So, ein Elektroball greift an. Okay, ich dachte, es wollte sich in die Luft jagen. Aber es möchte nur ein bisschen durch die Gegend blitzen. Na 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 la 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 la. Uiuiui. Ah, jetzt explodiert es. Ist aber erstaunlich schnell wieder fit danach. Ach Gott. Ich krieg's einfach nicht richtig gebacken mit der Poweraufladung. Ah, verdammt doch mal so.
ganz normaler Fang dann eben. Tut es doch auch, nicht wahr? Es entlädt über seinen Körper Elektrizität. Achtung, es kann explodieren. Das haben wir gesehen. Und das bringt gerade mal einen C-Rang. Aber mehr habe ich da auch nicht verdient. Das war schlecht. Richtig schlecht. Tschüss. Das war's wohl nicht. Willst du ein anderes Passwort? Ja, klar. Hey, wie wäre es mit Melodie? Das könnte wirklich sein. Passwort korrekt. Na, was ein Zufall. Willkommen, Professor Albert. Sie werden auf jeden Fall der 9 anhalten. Das ist aber irgendwie kein sonderlich sicheres System. Fahrstuhl steigt. Vor allem ein ziemlich gefährliches. Ich meine, wenn man falsch liegt, dann kommt ein Elektroball und sprengt alles in die Luft. Wir können Glück haben, dass der Fahrstuhl überhaupt noch steht. Dieser Albert, er vergöttert Melodia ja richtig. Scheint ein netter Typ zu sein, wenn er sich so um seine Schwester kümmert. Ne. Ja, ne. Was, der Fahrstuhl hat angehalten? Ey, der Strom ist weg. Seid ihr da drin in Ordnung? Ich will euch da rausholen. Nein, Moment. Wer ist das? Achso. Haha. Verkackt, Typ. Haha, ich habe gelogen. Weiter als ich bis hier werdet ihr nicht kommen. Na. Ah. Das war, warte, nicht sagen, das war ein Zwirlfins. Okay, Zwirlicht. Nein, Zwirklob, eben nicht. Wow, Gott. Moment, wie sind das zwei? Da habe ich mich doch nicht verguckt. Ich glaube, beim Tengulis war es eben auch nur eins und kein Planas dabei. Oh, das lief verdammt gut. Das lief ziemlich gut. Viel zu gut. Oh Gott, 666 hätten die einfach so gebracht. Das war ja ein Zeichen. Heißt es, Zwirklob ist Jan? Die sehen sich recht ähnlich, muss ich sagen. Jan, falls du was siehst, schöne Grüße. Nein, bitte haut mich nicht. Bitte tut mir nichts. So was würden wir nie tun. Oh, ich weiß was, Ranger. Ich habe ja einen Strickleiter. Ich könnte sie verwenden, wenn ihr wollt. Ihr seid echt solche Flaschen. Es ist der Moment, der Strickleiter. Na gut, es können ja auch. ich hänge hier nichts. Gut, der Strickleiter kann natürlich auch solche Stahl. Wie nennt man das nochmal? Die Stufen bei so einer Leiter hatten einen bestimmten Namen. Ich habe es leider gerade vergessen. Naja, egal. Könnte ja auch Metall sein, das wollte ich sagen. Ich glaube, wir können da hochklettern. Ja, da glaubst du richtig, mein Freund. 5. Etage gerade aber nur. Höher sind wir offensichtlich nicht gekommen. Das Altro-Gebäude. Klapp, pop, 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 pop. Mein Handy klingelt und macht ein SMS-Geräusch. Das kam schon extrem lange nicht mehr vor. Ist mir gerade aufgefallen. So. Mann, Mann, Mann. Die ganze Batterie auf euch hat mich echt fertig gemacht. Tja, wie Odo schon erzählt hat, macht ihr als bedrohliche Erscheinung nicht viel her. Doch ich glaube, euch beiden werde ich da leidfertig. Ja, das war ein Knacksel schon wieder. Ja. Mensch, Mensch, was schickt ihr denn mir für kleine harmlose Pokémon auf den Hals? Oh, es waren drei Knacksel. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich musste irgendwann merken, dass wenn ein Pokémon angerannt kommt, das noch lange nicht heißt, dass es nur eins ist. Ich glaube, das ist keine gute Idee mit der Poweraufladung. Das klappt eh nicht. Sag ich doch. Nee, da müssen erstmal wieder ein paar verschwinden. Und deswegen meine alte Taktik, einfach drauf losdrehen. Und immer wenn ich einen Ruf höre, schnell kurz unterbrechen. Ja, komm schon, der eine ist schon hoch da. Nein! Schnell. Ah, irgendwas. So. Boah, hält das lange. 84 Sekunden. Ja. Genau, immer schön am besten gar nichts machen. Am besten nichts machen. Oh Gott, die nerven so. Und wenn der Meteorit nicht so wirklich zu treffen vermag. In den meisten Fällen. Ah Gott, mein Handgelenk tut weh. Dankeschön. Brrr. Tja, Dragonia. Deine Fähigkeit hält zwar ziemlich lange, aber. Gott, wenn es ja wirklich noch Dragoran gibt. Würde ich gerne wissen, wie lange diese Fähigkeit anhält. So, danke für deine Hilfe, Dragonia. Und kapom! Voll zerstört. Odo hat mir Blödsinn erzählt, weil ihr beide seid geradezu unglaublich stark. Und deswegen springt er einfach mal hier runter. Weil es sicherlich das Klügste ist, was er in dieser Situation hätte tun können. Ach, Nachtschattenatmen, da kommt bestimmt auf jeder Etage einer, oder? Das sehe ich doch schon. Ich sehe es jetzt schon kommen. Was? Der Nachtschatten ist da. Wo? Ja, da, sage ich doch. Ich wusste es, du musstest es einfach sein. Wage es nicht zu behaupten, dass du dich nicht an uns erinnerst.
Wir sind die purpurroten Einheiten, nach die da mit Lavana rumgelaufen sind, ne? Ja, damals standen wir auf derselben Stufe mit dem Schergen, aber jetzt sind wir Atwitz sozusagen. Ja, unsere Magie mit dem Make-up hat uns diese Beförderung eingebracht. Oh, das ist ja wunderbar. So, dass du damals den Brodelvulkan beschämt hast. Ja, ich erinnere mich. So werden wir jetzt dich beschämen. Das wage ich stark zu bezweifeln. Siebte Etage und oh Gott, Gengar. Und dann noch zwei. Ja, bitte lass es wirklich nur zwei sein. Okay. Wie das Linke guckt. Mit so einem dicken Grinsen im Gesicht. Hm. Ja. Oh Gott, meine Hand gelegt. Da musste ich kurz pausieren. Na komm schon, ich wollte gerade sagen, bevor da noch mehr solcher Flammen kommen. Ah, was mache ich denn? So, Gengar. Ha! Das ging eigentlich doch klar. War in Ordnung. Bald wieder ein Level up, das ist schön. Wir haben wieder einiges Energie. Ach, come on, verloren. Tja, was machst du jetzt außer dumm gucken? Ich glaube, euer Make-up ist schon wieder zerlaufen. Vielleicht seid ihr das beim nächsten Mal dann Chefinnen, wie auch immer. Sowas Blödes aber auch, mein Make-up ist schon wieder ruiniert, sag ich ja. Du vergisst das hier besser nicht. Auch wenn wir uns vielleicht nie wiedersehen. Ja, vor allem, wenn ihr alle aus solchen Höhen runterspringt, dann seid ihr wahrscheinlich alle tot, wenn ihr unten ankommt. So, Etage 8. Und Etage 9 ist unser Zielort. Da wollten wir ja eigentlich hin. Also, naja, eigentlich wollten wir nur in den Fahrstuhl, um ins Gebäude reinzukommen. Aber, wow! Haben wir schon Firnontor? Ja, okay. Warum hängt ihr ein Firnontor ab? Voll random. Naja, egal. Gut, da ist Etage 9. Dann wollen wir doch mal gucken. Das ist so lustig, wenn ich da oben so halb an der Leiter hänge, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr dran bin. Willkommen, Ranger! Mein Boss Glazio hat mich beauftragt, euch mit großer Zuversicht, Zuvorkommenheit zu empfangen, meine ich. Mit Zuversicht, ja, das auch. Wir bieten unseren Gästen verschiedenste Menüs, darunter Gänge A bis C. Aber für Ranger wie euch kommt natürlich nur das Exquisiteste in Frage, Gang Z. Zygarde? Das Z in Gang Z, das steht natürlich für Zerschmettern. Ein ganz bedrohlicher. Was war das? Ich hab nicht zugehört. Ein Mammutel kommt über die Wand gelaufen. Mit ganz schön langen Stoßzähnen. Meine Güte. Okay, Mammutel hatten wir noch nicht als Gegner, nur Keifel. Und Keifel war schon anstrengend. Sag ich mal. Verdammt. Okay, es ist ein definitiv ziemlich großes Pokémon. Ja, Energie ist gleich wieder leer, aber ich versuch's trotzdem. Jawohl. Sehr gut. Das hat funktioniert. Es löst Erdbeben aus und atmet Pulverschnee aus, um anzugreifen. Und es hat keine Fähigkeit. Das ist interessant. Ja! Heißt es etwa, wir kriegen es irgendwann mal als Partner? Ich wage es zu bezweifeln. Wie es da hängt. Oh Gott, geh bitte weg. Dieser Sprite sieht irgendwie gruselig aus. Mich deucht, mein Menü war nicht recht nach eurem Geschmack. Ich bin nicht traurig, euch gehen zu sehen. Lebt wohl. Ja, spätestens der landet nicht sehr bequem unten. Okay, 9. Etage. Hier ist also irgendwo... Achso, wir sind immer noch in den Schächten unterwegs. Erstaunlich viele Leute dafür. Und ab! Uiuiui. What happened? Was ist denn das da für einer? Oh, hier drin riecht es ganz fies. Ja, guck dir das mal an da. Guck dir das doch mal an. Na nur, hat jemand seinen gefälschten Rain-Uniform weggeworfen? Sie sieht ziemlich gut an dir aus. Danke für das Lob, Mensch, aber... Nein, lass mich bitte in Frieden. Wir haben Smogbock noch dabei. Ich würde eigentlich... sagen wir mal ganz genau. Oh Gott, sind hier viele Türen. Oh... Hi. Ich habe das Gefühl, ich muss die alle lösen, diese Barrieren. Hey, ich bekomme Meldung, dass Ranger in das Gebäude eingedrungen sind. Ist die Geldgame sicher? Die Geldgame ist im Lagerraum hier hinten sicher verstaut. Das Tor lässt sich nicht so einfach öffnen, keine Sorge. Jetzt verratet ihr mir, wie ich es öffnen kann, nicht wahr? Stimmt, unsere Konmini-Einheiten sind der Schlüssel zum Tor. Solange die Ranger nicht jeden von uns finden und besiegen, bleibt es verschlossen. Oh, das ist kein Problem, mache ich doch gerne. Da stimme ich zu, sogar Ranger können nicht jeden einzelnen von uns ausschalten. Doch.
Und wir sind nur zu zweit, das würde mir zu denken geben. Gut, hat jeder seine Rolle verstanden? Wenn wir irgendwelche Ranger sehen, greifen wir sie uns und fesseln sie ordentlich. Dann bringen wir sie zu Glazio und reichen unseren Bericht ein. Alles kapiert? Okay. Okay. Das ist ein X-Bad. Okay, dann wüssten wir jetzt also, wo die Gelbgelbe steckt. Das Tor sollte sich öffnen, wenn wir die Konminianer zerstören. Wo wir schon mal hier sind, lass uns als erstes die Gelbgelbe holen. Ja, das wollten wir sowieso tun. Das wollten wir eh. Ich weiß, wir wollten noch Albert retten und so weiter, Melodia. Aber die Gelbgelbe ist auch wichtig. Eigentlich sogar wichtiger. Na egal. So, ich würde sagen, das war erstmal Pokémon Ranger 2 Finsternis über Albia für heute. Und langsam fängt es doch endlich mal wirklich an, finster zu werden. Jedenfalls laut dem Bild, was wir vom Turm bekommen haben eben. Egal. Wir machen morgen weiter. Bis dahin. Ciao.